Ende General damals, Hauptquartier Leoben, 20. April 1797, es ist dem Obergeneral zur Kenntnis gekommen, dass sie sich erlaubt haben, mehrere Soldaten mit dem Stock zu schlagen, da dieses Rache und seine Grundsätze unter beider italienischen Armee geteilten Meinung ganz sicher so wieder ist. So beauftragte er mich, sie aufzufordern, bei den nachzukommen. An der Wortsicherung der drei Eigenwalde bei Leoben, 22. April 1797. Sie werden Bürger der Autoren bei irgendeiner Note finden, welche mir die Bevollmächtigten des Kaisers Soben übergeben haben und welche die zur Sicherung der Ratifikation enthält. Herr von Galler ist nach Wien abgereist. Es wird übermorgen nach Graz zurück sein. Der Kaiser hat sagen lassen, dass er die Unterhandlungen für den definitiven Frieden sogleich zu eröffnen wünsche. Und dass er glaubt, dass wir es in irgendeiner Stadt von Italien tun sollten, ohne die Alliierten so sehen. Das meinen Sie bloß, weil der Frieden mit dem Reich so sehen könne. Wenn der Kaiser begreift, dass es in seinem Interesse liegt, den definitiven Frieden zu beschleunigen, weil er nur dann wirklich in den Genuss der Wahrheit des Friedensvertrages gelangt, so liegt es, glaube ich, auch in dem Unsrigen, weil wir alles dann unsere Streitkräfte gegen unsere übrigen Feinde verwenden können. Der Kaiser, welcher erklärt hat, dass er nichts von Deutschen Reicher wolle, wird nicht auf diese Erwägung beharren. Und ich glaube, das ist bei seinem besonderen Frieden mit uns sehr leicht sein werde. Diejenigen Bedingungen fit zu setzen, die uns genehm sein und die all Präliminarien zum Frieden mit dem Reich dienen konnten. Der General Clark, der wegen der verschiedenen Unfälle, die ihm auf den Wege begegnet sind, er wir uns 20 Stunden nach der Unterzeichnung angekommen ist, hat neue Vollmacht nötig, um instande zu sein, die Unterhandlungen für den definitiven Frieden zu eröffnen. In der Tat nur eine erste Unterredung zwischen zwei Mächten, welche, da sie seit 6 Jahren die Waffen in Händen hatten, sich als unversöhnlich zu betrachten gewohnt waren. Sie sind bei dem definitiven Frieden aller Modifikationen fähig, die sie wünschen können. Unterdessen hat die Republik die Freiheit, die Unabhängigkeit der Lombardei zu erklären und diesem Lande eine solche Stärke zu geben, dass es binnen 3 Monaten imstande ist, die Ruhe aufrecht zu erhalten und unser Rücken zu sichern. Die venezianischen Staaten werden ganz zu unserer Verfügung stehen. Die Festung Palmanova wird in der westlichen Verteidigungszustand gesetzt werden, sodass, wenn der definitiv Frieden nicht zustande käme, wir keinen unserer Vorteile verloren und im Gegenteil alles verbessert hätten, dass wir Herr in der Stellung bei Vontable bleiben. So haben wir alle Pässe von Kirchen überschritten und können in einigen Tagmärschen wieder da sein, wo wir jetzt sind. Das Haus Österreich hat unermessliche Hilfsquellen. Es hat den Krieg mit englischen
Gold, Geld geführte und seine Völker sind nicht gedrückt und lieben ihre Regierung. Indem wir ihm vorteilhafte Bedingungen stellen, wie diejenigen, die ich ihm gemacht habe, sind wir von König von Preußen abhängig und halten die Waagschale zwischen beiden. Der Kaiser will ja zu Belgien, das mailändische und modenische, aber er gewinnt den größten Teil der venezianischen Staaten, was bewirkt, dass er den Frieden weit weniger bereuen und der Kaiser keinen nationalen Hass haben wird. Wir mit uns der Lage, den mailändischen und modernen Gebiete und der neuen Republik Welke den Namen Republik Venedig führen, aber in der Tat nur die Cisplatinische Republik sein würde, werden wir imstande sein, uns allen ehrgeizigen Absichten des Kaisers in Italien zu widersetzen. Sie werden beiliegend die Antwort des Dogen auf meinen Brief sowie die Briefe unseres Ministers Lallemann und des Bürgers Verinacker finden, wenn ich gebeten hatte, in Venedig zu bleiben, um mir über das, was dort geschehe, Berichte zu erstatten. Täglich habe ich neun Gründe zu klagen. So will ich den aller venezianischen Truppen fortjagen, diese Herren zu Vernunft bringen und meine Armee da selbst unterhalten. Wie sie den Frieden aufrichtig wollen, so werden uns die Präliminarien, die dann aller Modifikationen fähig sind, einen dauerhaften Frieden verschaffen, der allein uns die Ringgrenzen ganz oder beinahe eintragen kann. In diesem Fall wäre es vielleicht gut, den Venezianer den Krieg zu erklären. Dadurch hätte der Kaiser Gelegenheit, das Festland von Venedig in Besitz zu nehmen. Und wir konnten Bologna, Ferrara und die Romagna mit der Mailändischen Republik vereinigen. Will man dagegen den Krieg versetzen, so glaube ich, dass man auch dann in diesem Zwischenakt der Republik Venedig den Krieg erklären, das ganze Festland in Aufstand bringen und der Aristokratie feindlichen Partei die Gewalt geben muss. Wenn sie den Krieg wollten, so glaube ich, das ist nötig, 25.000 Mann Fußvolk und 5.000 Mann Reiterei hierher zu schicken, damit ich allein am Hauptgang von der Rheinlinie handeln konnte.